Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo liebe Zuschauer, ich bin weiterhin bei Ravensburger. Neben mir steht die Lisa in dem Fall. Toy Plus, ein Produkt, was erst kurz vor der Messe eigentlich ein bisschen ja, Werbung gesorgt hat. Und jeder hinterfragt sich natürlich, bevor wir das natürlich auch nachher in Action zeigen, was verbirgt sich hinter Toy Plus? War ja beispielsweise auch nominiert zum Toy Award. Ja, richtig, ganz genau. Also Toy Plus ist, glaube ich, nicht nur für, wie du jetzt gerade gesagt hast, für die Leute da draußen was Neues und was noch nie da gewesen ist, ist es auch für uns, also auch für Ravensburger. Ich bin halt in der Abteilung New Business tätig, ist das eben auch eine ganz, ganz neue Sache für uns. Wir sind auch gerade bei der Entwicklung mal komplett neue Wege gegangen mit ganz vielen agilen Methoden. Also wir lernen eigentlich quasi auch jeden Tag dazu und lernen auch selber das Produkt und das, was es eigentlich alles kann, jeden Tag besser kennen. Vielleicht ein paar allgemeine Angaben, bevor wir uns das Ganze in Action anschauen. Ja, Altersangabe je nachdem oder es spielt ja elektronische Komponente, spielt ja eine große Rolle, bevor wir uns das auch in Action anschauen. Ja klar, gerne. Also wir empfehlen das Produkt ab dem Alter von 6 Jahren, weil wir einfach auch viele Spiele haben, die für Kinder intuitiv verständlich sind. Es geht viel um Bewegungen, was für die Kinder einfach super in dem Alter ist. Und wir sagen auch mit dem Produkt, wir wollen gerade altersmäßig eigentlich bei der Zielgruppe ansetzen, die für Tipptoy schon ein wenig zu alt ist, wo es vielleicht nicht mehr ganz so cool ist, aber auch dann im Grunde die Kinder wieder abgreifen, die vielleicht noch nicht so mit der PlayStation des großen Bruders spielen können. Da ist Toy Plus das perfekte Zwischenprodukt für. Hier sieht man das fertige Werk. Die eine oder andere Sequenz werde ich nachher noch einblenden. Was kann das Gerät? Was macht das? Also das Besondere an einem Toy Plus ist, dass wir eigentlich hier eine richtige Spielekonsole haben wie eine PlayStation. Bei uns ist alles eine Spielzeugkonsole. Das heißt also, in einem Toy Plus sind ganz verschiedene Techniken verbaut, vor allem ganz viele verschiedene Sensoren, die auf jede kleinste Bewegung reagieren. Wir haben einen Lautsprecher drin mit einer für Ravensburger komplett neuen Soundausgabe. Das heißt, wir können bis zu 4 verschiedenen Sounds auf verschiedenen Ebenen zum gleichen Zeitpunkt abspielen. Dann haben wir noch 4 verschiedene LEDs, die über einen Light Guide an der Oberseite des Toy Pluses angebracht sind, wo der Toy Plus dann auch immer noch mit smarten Feedback auf die Eingaben des Spielers reagieren kann. Wir befinden uns quasi auch im dunklen Raum, dass man das dann sieht. Und hier sieht man nochmal die Möglichkeiten, die hier abgebildet sind. Vibration dann auch in dem Fall? Also schon einige Sachen, was ich jetzt hier dann sehe. Richtig, ganz genau. Das Vibrationsfeedback ist vor allem für die Spiele, die wir gerade mit dem Toy Plus bedienen können und zusammen ausliefern, ganz wichtig. Da wird zum Beispiel in einem Produkt, dem Magic Compass, die Kinder laufen durch ein unsichtbares Labyrinth und laufen da manchmal dann gegen Wände. Und so lernen sie halt nach und nach das Spiel kennen. Und durch das Vibrationsfeedback haben wir dann einfach für die Kinder direkt ein super Feedback, habe ich was richtig oder was falsch gemacht. Wird der aufgeladen eigentlich im ersten Moment oder wie wird er aufgeladen? Ist da ein Kabel dabei? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, es ist ein ganz normales USB-Kabel dabei, dann einfach den Toy Plus Core wie ein Smartphone einfach mit dem Kabel anstecken und aufladen. Das geht ganz normal über jede normale Handy-Aufladebuchse, aber das läuft natürlich auch über den Laptop. Bevor wir einen Blick vielleicht auf die einzelnen Spiele werfen oder vielleicht ja auch die Frage, was noch alles kommt, in dem Fall, wie lange muss man dann, kann man da eine Stunde spielen, dann muss man wieder aufladen, wie ist das momentan vom Status? Genau, wir haben momentan eine Akkulaufzeit von 120 Minuten, das ist aber auch komplett reine Spielzeit. Wir haben die Spiele auch absichtlich so konzipiert, dass in diesen 120 Minuten kommt man auf das Produkt an, entweder 1 bis 2 Spielrunden gespielt werden können oder aber eben auch so viele Aufgaben bewältigt werden, dass es, glaube ich, auch einfach dem Spielerlebnis entsprechend ist. Und welche Spiele enthalten sind, da schwenke ich nochmal drüber. Wir werden es jetzt nachher ganz kurz nochmal euch zeigen. Das heißt, das sind momentan die 3 Produkte, die es bei euch gibt. Ja, richtig, genau. Es können zum September-Launch 3 verschiedene Produkte gemeinsam mit dem Core erworben werden, können dann aber am Ende auch separat natürlich nachgekauft werden. Dann haben wir einmal hier ganz links den Magic Compass. Wie ich gerade schon gesagt habe, geht es dabei darum, dass die Kinder eben durch ein am Anfang noch unsichtbares Labyrinth laufen. Dieses Labyrinth wird nach und nach dann sichtbar. Sie laufen gegen Wände, manchmal haben sie aber auch Türen, die sie dann über gewisse Codes öffnen können. Und das Besondere dabei ist vor allem, dass die Kinder immer wieder Bewegungen haben und unvorhersehbar eine Aufgabe lösen müssen. Dieser alte Maya-Tempel dient Außerirdischen als Landeplatz. Unsere Aufgabe? Wir suchen den Portalraum des Aliens und schicken ihn zurück in seine Galaxie. Doch sei gewarnt, dieser Tempel ist ein Labyrinth, in dem viele Fallen und gefährliche Tiere lauern. Gehe also vorsichtig voran. Doch was ist das? Ein Schwarm Fledermäuse stürzt auf uns zu. Drehe mich so, dass der Pfeil auf dich zeigt. Dann bewege mich schnell in die Richtung, die ich ansage. Links, rechts, oben und vor.
Scheiße! Die Vampire sind verschwunden! Wir haben sie gut abgewehrt! Brainboard ist quasi das zweite Produkt. Man sieht, da wird er auch eingesteckt quasi. Genau, also da sieht man es jetzt auch ganz gut. Also bloß in alle drei Produkte muss der Core eingesteckt werden und somit wird dann quasi eben das Spiel zum Leben erweckt. Und das Brainboard ist quasi unser Spiel für den Bereich Logik. Da kann man momentan bis zu über 2000 Fragen beantworten und es gibt 5 verschiedene Spielmechaniken, auf die dann immer noch ein unterschiedliches Spielboard, das, was man an der Oberfläche sieht, eingelegt werden kann. Brainspace ist ein virtueller Ort. Hier ist es möglich, jede x-beliebige Realität zu simulieren, um spannende und knifflige Rätsel zu lösen. Für dieses Training erzeuge ich eine künstliche Realität. Hier kannst du deine Schnelligkeit und Konzentration trainieren. Wo ist der gelbe Kreis auf türkisem Grund? Gar nicht so schlecht. Du hast dich gut in der Matrix geschlagen. So, und der dritte im Bunde, Furious Falco in dem Fall, das war auch der, wo nominiert war zum Toy Award. Wie gesagt, ja, ganz knapp verpasst, aber natürlich auch ein Highlight und trotzdem natürlich sehr beliebt. Was macht denn der? Irgendwas mit Luftgitarre spielen habe ich auch vorhin gesehen, der macht ja ganz verrückte Sachen. Genau, das Luftgitarre-Spiel ist zum Beispiel ein Highlight. Also der Furious Falco, das ist quasi sozusagen ein bisschen sein Superheldenname. Eigentlich ist der ein Geier, der immer mit den Kindern total viel Spaß haben will und am Ende zum Supergeier wird. Eins davon ist eben dieses Luftgitarre-Spiel beispielsweise, weil man als Supergeier ja total viele abgefahrene Bewegungen drauf haben muss. Und das ist zum Beispiel dann Luftgitarre spielen. Manchmal gibt es aber solche Sachen wie ein Stopptanzspiel, wo die Kinder dann, wenn die Musik stoppt, plötzlich auch einfrieren müssen und sich nicht mehr bewegen dürfen. Und so hat der Furious Falco eben ganz, ganz viele verschiedene Spiele. Fungiert so ein bisschen wie eine interaktive Spielesammlung, mit der die Kinder immer wieder neue, lustige Abenteuer erleben können. Supergeier muss man total viele abgefahrene Bewegungen drauf haben. Wie zum Beispiel das Spielen einer Luftgitarre. Halte mich einfach wie eine Gitarre und rock los. Zurück in den Maya-Tempel gehen? Oder vielleicht doch noch ein bisschen die grauen Zellen trainieren? Kein Problem, den Toy Plus Core und die drei Toys gibt es bald im Handel. Toy Plus erweckt Spielzeug und Geschichten zum Leben. Eine Konsole ohne Display für endlos viele Spiele. Er erweckt unendlich viele Spiele zum Leben und erschafft immersive Erlebnisse. Der Spieler gestaltet und beeinflusst aktiv den Verlauf jedes Abenteuers. Durch intuitive Eingaben und Bewegungen wird er selbst Teil der Geschichten. Der Toy Plus Core interagiert mit smartem Feedback. Durch Vibration, Licht und Multilayer-Sound. Ja, das Tor öffnet sich. Das war der richtige Hebel. Das Besondere dabei, die Audiowelt wird dynamisch während des Spiels erzeugt. Jedes Mal individuell und anders. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.